Russland Connection. Boom. The time is running fast. Ja. An alle hochmotivierten Bauchmuskeltrainierenden. Ich ziehe erst mein T-Shirt aus, nachher, wenn wir ein bisschen aufgepumpt sind. Hallo Sportfreunde, mein Name ist Johannes Lukas, das ist Ivan. Heute im Sinne der deutsch-sowjetischen Freundschaft sind wir unterwegs im Orange Fit und trainieren Oberkörper. Nach den Prioritäten Rücken, Schultern, Trizeps, Trapez. Die Ellbogen schön dicht am Körper lassen. Und schön den unteren Latansatz schön kontrahieren. Wie ihr ja wisst, befinde ich mich in der Oldschool-Diet. Wir haben 200 Wochen rum. Und ich merke schon die Defizite. Brust raus, Rücken fest in den Bauch, dann stabil. Genauso schön. Ich danke aber dir, komm. Ich versuche in der Diät bewusst genau dieselben Übungen zu machen, die ich sonst auch mache, um mich da nicht zu verschlechtern. Und habe auch, um danach noch drin geblieben zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Also ich will jetzt nicht nur noch rumpumpen, bloß weil ich jetzt Bodybuilding-Diät mache, sondern ich will schon die koordinativen Fähigkeiten halten und natürlich auch irgendwie die Kraftwerte halten. Ich rate dringend davon ab, die Übung zu schwer zu machen. Weil dann kommt es nicht mehr am Muskel an. Schön. Komm weiter. Zieh. Kurze Pause, 2 Minuten. Und dann geht's gleich weiter. Fest, 7. Hast du deine Sonne? Leute, ich bin froh, ich habe hier einen Platz an der Sonne. Beziehungsweise einen Platz am Fenster. Schön frische Luft ab. Und Ruski muss noch ein bisschen Robote. Lass den Kopf neutral stabil. Ja. Wackel nicht so viel mit dem Kopf rum. Stabil. Besser. Besser, komm. Ist nicht mehr so optimal, habt ihr auch gesehen. Ich hoffe, bei mir sieht das nicht so schlimm aus. Ich mache jetzt so meinen letzten Satz. Das heißt also, mit dem Arbeitsgewicht haben wir jetzt jeweils 4 Sätze gemacht. Ich glaube, Ivan 8 bis 10, ich habe 10 bis 12, beziehungsweise immer 12. Jetzt gibt es noch mal einen auf die Fresse. Und dann kommt nächste Übung. Ivan hat ein bisschen Schulterschmerzen. Wir haben uns also gegen Klimmzüge entschieden für Latziehen. Im klassischen Bodybuilding-Stil. Nimm. Ich bin für den Klimmzug einen richtigen, der ist ehrlicher. Ich muss gleich noch den Rumpf anspannen. Hier neigt man natürlich immer dazu, starkes Hohlkreuz zu gehen, die Brust rauszudrücken, um noch mehr die Latz zu spüren. Damit automatisch den Rest aus bodybuilding-spezifischer Sicht. Sicherlich nicht das Schlechteste. Und aus der gedehnten Position gleich wieder runter.
Zug. Nicht zu lange warten, lang und wieder flüssig. Okay, mach ich nicht zu schwer, weil mir sonst das Muskelgefühl verloren geht. Wenn du nur noch von oben filmst, sieht aus wie eine Mickey Maus. Dann musst du von unten filmen. Bist du auch ein gewaltiger Angst hier. Gewaltiger? Oh, Scheiße. Das ist schwer. Schwächlich. Los. Schwer. Flüssig. Versuch da oben noch flüssiger zu sein, gleich wieder rauszukommen. Ne? Du bist dran. Ja. Ich hab gerade meine Minute Pause, Bursche. Immer Ruhe. Reicht. Immer Ruhe hier. Nur mal hier kein Kraft-Ausdauer-Training. 2 Minuten ist schon für einen ehemaligen Bodybuilder, Schrägstrich, Powerlifter, Mickey Mouse. Schon ganz schön kurz, ey. Ja, ja, warte. Halbe Minute habe ich noch. Los. Ich hab auch eine halbe Minute. Und am Strand hat er noch ein hartes, fieses Sixpack gehabt. Und jetzt viel Pivo und Wodka. Und was noch? Pizza. Pelmeni. Das Pelmeni, natürlich. Russisches Nationalgericht, Teigwaren mit Fleischresten drin. Und wichtig dazu, Schmand. Viel Schmand, viel Schmand. Butter geht auch, komm mal, dynamisch. Zug. Zug, das ist gut. Zug. Ja. Zug. Und Zug. Sagst du? Zug. Scheiß auf 10, nur einen noch. Okay, reicht. Geht. 4 bis 5 Arbeitssätze lang ziehen. Haben wir hinter uns. Jetzt gibt es Supersätze. Erst Schultern. Und dann Trapez. Oh, schön. So viel zu dem Thema. Wie schön. Schultern haben nicht oberste Prio. Ah, können wir mit mittelschwerem Gewicht eher pumpen. Trapez genauso. Ah. Du hast noch nie einen trainiert, ne? Nein. Haben wir noch nie gemacht. Nein. Also Leute, ich habe erst jetzt damit angefangen. Wenn ihr mich fragt, wo ich meinen dicken Nacken her hab, da war die Mutter Natur halt mal gnädig in diesem Moment. Ja, und mit der Hand. Da unten ein bisschen. Die Wirbel soll ich schon gerade ausrichten. So, jawohl. Ein bisschen flüssiger, schneller. Jetzt pump ihn, komm. Unten musst du schnell sein, nicht oben. Weiter. Jawohl, pump einfach auf. Zack. Okay, beim nächsten Satz stellst du das Ding ein bisschen weiter runter, damit du
unten raus ein bisschen mehr. Wenn du jetzt mal Schwung holst, ja. So, ja. Also wie als wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht. Ich weiß. Schultern hinten, genau. Trapez hier die Schultern an. Hinten die Schultern stehen lassen. Das ist gut. Oh, das tut mir leid. Hinten die Schultern, komm. Nach hinten stehen. Nach hinten oben, zum Kerbe. So, sure. Nach hinten, nicht vorne stehen. Seht ihr genau? Das ist besser. Du siehst, im unteren Drittel pulsieren. Ah, scheiße. Ah. Vielleicht noch ein bisschen Cardio hier. Machst du die hier? Brauchst du? Bin schlecht vorbereitet hier. Scheiße. Ich will mich zwischendurch ausruhen. Und oben ist gar nicht so wichtig, du musst gar nicht so hoch. Komm ein bisschen nach vorne, genau. Und dann Bauch fest. Stabil, ich nehme den Kopf arbeiten. Genau. So. Muss nicht so hoch. Fünf. Genau da, genau unten raus. Ja. Unten raus, eins. Zwei. Nicht ganz hoch, drei. Unten, nur unten raus. Halbe, genau. Ich schau das. Das war's schon. Ihr seht, bei Ivan kommt das nicht mehr so an. Er zieht einfach irgendwie hoch. Damit er lernt, die Muskulatur gezielt anzusteuern, reicht die Hantel hinten rein. Genau, tausendmal besser. Spürst du auch besser? Ja. Ist auch schwer. Und mein Kumpel nimmt viel mehr Gewicht als du. Geht doch nicht so. Guck mal, viel besser. Hinten, ja. Ja, schön. Also, was lernen wir daraus, Leute? Es geht nicht immer ums Gewicht. Bei Grundübungen muss es vernünftig bewegt werden. Da müsst ihr einfach alle Muskeln aktivieren. Aber bei solchen Geschichten isoliert, müsst ihr auch Muskeln isolieren. Noch mehr rauchen, noch mehr Kaffee trinken und dich noch schlechter ernähren mit mehr Pelmeni, dann klappt das bestimmt gut. So Leute, wir machen jetzt noch 1 bis 2 Arbeitssätze, das sind 4 bis 5 Arbeitssätze für Schultern und Trapez haben. Dann geht's weiter. Ivan, wie sieht's bei dir aus? Bist du gepumpt? Ja. Jetzt kommt noch eine Übung Brust. Machen wir Überzüge. Und dann Trizeps. Der Trick an der Geschichte ist, wir machen die wirklich aus der Ruhe, damit wir gezwungen sind, die Brust jetzt mal neu anzuspannen. Überzüge für Brust primär, ja. Und das erste Mal, dass wir diese Übung machen, ihr seht, meine Klienten kennen die ganze Übung gar nicht. Komm ein bisschen zurück noch, mit dem Kopf weiter zurück. Ja, versuch erst mal vollständig den Boden zu berühren. Kann leicht neutral. Und jetzt runter, halt schön locker lassen. Wir sehen, aha, die Hand kommt noch nicht auf den Boden. Versuch erstmal. Steifer Bock. Nein, nicht mit den Ellbogen, aber ein bisschen leicht gebeugt. Genau. Versuch erstmal, die Muskeln müssen sich verlängern. Langsam, melden. Lass ihn. Gib ihm ein bisschen Zeit. Jawohl, prima. Lass du ein bisschen mehr beugen, die Ellbogen. Ich soll nicht sagen, dass dein dicker Coach beweglicher ist, oder? Mit Zug. Ach nee, komisch. Du tust mal so. Zug. Spann oben die Brust an. Ne? Dehn die Brust mal richtig auseinanderziehen. Lang. Zug. Wahrscheinlich sind die Schultern noch so gepumpt, ja, dass die Arme nicht zurückkommen. Also eigentlich, liebe Leute, sollte die Hand genau jetzt den Boden berühren. Knapp. Yeah. Und
Hast du? Warum nicht gleich so? Pause und. Wir sehen hier. Ihr seht jetzt gleich, wie er versucht, was an der Hüfte den Mangel an Mobilität auszugleichen. Warte, bitte. Na gut, geht! Jetzt wirst du langsam geschmeidig, wa? Yvonne, lange Muskeln. Und die Anspannung. Ein noch. Geht dich. Ich versuche übrigens mit dem Arsch auf dem Boden zu bleiben, beziehungsweise unter dem Rücken auf die Bank zu drücken. Das macht die Sache noch interessanter. Also kein. Ich könnte jetzt auch hier hochkommen, ne? Siehst du, wie leicht das wird? Jetzt drücke ich den Hintern runter, den Rücken. Habe ich gleich mehr Zug drauf. Versuche die Wirbelsäule wirklich gerade zu lassen. Oh, das dauert aber ewig. Noch vier. Oben anspannen, jawohl. Ah, fuck. Noch zwei. Ivan kann die Kamera nicht mehr halten. Der ist so intensives Training nicht gewöhnt. Habt ihr ja im Vlog schon gesehen. Also ich verlinke mal den Vlog, in dem ich meine Abnehm-Story quasi euch kundtue. Pack ich mal einen Link rein. Gestern hat Ivan fast gekotzt, du musst auf der Hälfte des Trainings. Fast. Abbrechen, fast. Langsam. Warten und so viel hoch, ne? Genau, merkst du das, ne? Ja. Wenn du den Rumpf stabilisierst, die Wirbelsäule gerade machst, musst du auch den Bauch anspannen. Stretch und aus der gedehnten Position gleich wieder runter. Jawohl. Oh. Ah, haben wir das auch schon mal gemacht? Einmal, zweimal? Eigentlich, ich dachte, du bist kein Pumper. Bin ich doch ein Pumper, scheiße. Lass mal dichter und weiter nach hinten. Wir haben das wirklich noch nie gemacht, ne? Ja. Ein bisschen dichter an den Körper ran. So, nur ein bisschen. Du versuchst die Handgelenke zu fixieren, richtig fest. Und gerade, als wenn du einen Hammer hältst. Wie hältst du einen Hammer? Ja. Und leicht auseinander, genau. Zack. Genau, du hast also, wenn du nach oben kommst, eine leichte Dehnung auf den Trizeps aus der gedehnten Position, kommst du wieder nach unten in die Kontraktion. Dehnung und wieder, zack. Genau, super. Und Handgelenke müssen immer fest sein. Genau, einfach nur pumpen. Guck mal, komm, Adern leicht raus. Oh, eine kleine Sichel. Zack. Du hast deinen Geist mit deinen Trizeps connected, verbunden. Hast du die Connection gemacht, verstehst du? Connection. Johannes Lukas, Connecting Twitter. Ah, Klamotten unterschätzt man hier. Was ist das? Die Adern auf dem Rücken, du. Du siehst gut aus, Ivan. Dank dir. Oder? Naja, ich sag ja immer so, trainieren müssen alle alleine, ne? Und ja. Essen im Alltag. Heute ist bei mir Feiertag, da darf ich Trizeps trainieren, aber leider kein Bizeps. Der Bizeps war am Montag schon, Ivan. Ach so, hast du trainiert? Mach jetzt. Knallt die Dinger mit Blut vorher, kriegt ein gutes Muskelgefühl. Fertig. Oh ja. Oh ja. Wow. Ah ja. Ah. Kannst du ruhig ein bisschen weiter runterkommen mit der M? Hier. Genau, Handgelenke fixieren, fixieren. Jawohl, probier ein bisschen rum. Genau. Handgelenke fest. Oh, schön. Das kommt gut. Oh, fuck.
könnt das auch im Stehen machen, euch einfach ans Kabel ranstellen und rückwärts. Ich bin ja überhaupt kein Bauchfreund. Die letzten 2-3 Jahre wirklich nur Core trainiert. Einfach um stabiler zu sein für die Funktion. Das heißt, bei der Kniebeuge oder beim Kreuzheben oder bei anderen Übungen genug Stabilität im Rumpf. Auch Ivan hat in den letzten 2 Jahren keinen Bauch trainiert. Manchmal habe ich dich, ganz am Anfang habe ich dich mit dem Gymnastikball ein bisschen geärgert. Ne? Na, siehst du, 7, 8. Knie nach vorne. Anwinkeln, Knie anwinkeln. Das ist besser. Das ist besser, Iwanski. So. Und lang und zurück wieder. Hier ist die Position gefährlich, ne? Aber dich durchhin. Spannung halten. An alle hochmotivierten Bauchmuskeltrainierenden. Sorry, wenn ich euch enttäusche. Ich mache 3 Sätze. 10 bis 12 Wiederholungen fürs Protokoll. Und damit basta. Bauchtraining wird überbewertet. Das war's von uns beiden. Wenn euch dieses Training gefallen hat, dann gebt uns doch mal einen Daumen hoch. Ja, ganz im Ernst, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Iwanski, vielen Dank fürs Training. Danke dir. Gern geschehen. Paka, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.